Das ist noch vom Elch. Wo nagt's denn hier? Da macht's irgendwo nagt. Dort sitzen sie. Die Herren und Damen Wildenten. Der Wind steht günstig. Da gehe ich mal ran. Guckt euch das an. 100 Meter. Wie die Perlen, ne, auf der Reihe da. Wildente äsen. Da sind sie am Äsen, die wilden Hühner. Enten. Weiblich ruhig. 100 Meter. Sieht man denn auch, ob das ein, was das für ein Tier ist? Ja, mittlerweile. Adult männlich. Ja, macht ihr mal Krawall da. Die sind viel zu laut, ne? Also ich finde, die sind echt viel zu laut. Jetzt haben sie sich dahinter den Berg verpisst. Den Hügel. Enten sind ja schon dumme Tiere, ne? 67 Meter. Ich gehe jetzt hier hinter den Felsen. Ich hoffe, dass sie mich nicht erwischen. Durchgeladen habe ich. Mit 40 Meter. Wo ist sie? Oh, Alter! Was machen denn die Elche hier? Das ist das, was ich meine. Und ein Männchen. 37 Meter. Da setze ich jetzt an. Das ist das, was ich meine. Ja? Also... Normalerweise, wenn hier die Elche da durchreiten, ne, dann müssten hier die Tiere hochgehen. Und nix, nix. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie diese Enten da ruhig bleiben können. Die sind hier im vollen Galopp durch. Ich hätte mich fast umgerannt. Kapauz! Haben wir doch gut erwischt. Voll von vorne. Übersicht. Jagd ist gut. Ja, kann man mal aufheben, ne? Kann man machen. Kein Verlust. 1,51 Kilo für eine Ente. Ist eine gute Ente. Hat 3 Sterne. Ist besser wahrscheinlich als meine alte. Wir machen da mal eine Taxidermie draus. Boah, da fliegen sie. Boah, da halte ich rein. Einfach mal einen Schuss reinhalten. Nee, kriegst du nichts. Schade.
Aber die machen jetzt auch ihre Kurve und ich bin fast der Meinung, das werden wir gleich sehen. Ich bin fast der Meinung, die landen gleich wieder hier. As predicted, on point. Guckt euch das an. So, und da will man mir noch sagen, ohne Scheiß, ich stehe hier als Jäger und da will man mir noch sagen, das ist ein natürliches Tierverhalten? Was für eine Scheiße. Unglaublich. Nee, habe ich kein Verständnis für sowas. Ich habe sie in der Luft beschossen. Zweimal. Ich habe im Vorfeld dasselbe, das ist dieselbe Gruppe an Enten. In der Luftbeschau. Hier kommen sie wieder. Guckt ihr das an. Guten Tag. Wollt ihr landen? Kommt. Hier, holt euch eure Schläger ab. Oh. Unglaublich. Und unglaublich. Also das ist hier, das ist so auch wieder so eine Nummer hier. Im Flug zwei rausgeholt. Und das nachdem ich sie beschossen habe, wie sonst... Ne, und das nachdem ich sie beschossen habe hier... Oh, jetzt gehe ich hier einfach nur in die Ducke, die kommen wieder. Hundertprozentig kommen die wieder. Die fliegen jetzt ihren Kreis und dann kommen die wieder. Kriegen sie noch einen auf den Latz. Da fliegen sie. Ohne Köder, ohne alles. Irgendwo hier. Jetzt kommt bitte nicht wieder.
Wo war jetzt die andere? Eine hatte ich noch. Eine habe ich hier drüben irgendwo erwischt. Findest du nicht mehr. Und jetzt ist tatsächlich wieder da, ne? Die sind schon. Und die sind bereits wieder ruhig. Unfucking fassbar. Meter, irgendwo ist sie hier. Wo bist du? Da drüben. Dort. Zwei. Also spätestens jetzt würde ich als Ente sagen, ne, da komme ich nicht wieder. Nein, ich komme nicht wieder. Nein, nein. Nein, ich komme nicht wieder. Nein, nein, ich komme nicht wieder. Hier werde ich nur beschossen. Nein, ich komme nicht wieder. Nein. Du Schwein, du hast Herbert getötet. Ja, habe ich. Komm her. Irgendwo hier liegt sie. Hier, im Flug rausgeholt. Der kommt auch wieder. Hundertprozentig. Wäre in The Hunter Call of the Wild niemals passiert. Niemals. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Oh.